Also, hast du jetzt herausgefunden, wer ich bin? Ich wollte es dir schon viel länger sagen, aber ich habe nie den Zeitpunkt dafür gefunden. Du musst noch einige Sachen wissen über uns, über unsere Familie und unsere Tradition. Es ist nicht alles, wie es scheint, und du wirst es wahrscheinlich nicht glauben können. Komm, ich erzähle es dir. Okay, Nuna, ich erkläre dir jetzt alles. Ich habe dir noch vieles zu erzählen, von deiner Kindheit über deine Schulzeit bis hin zu diesem Mädchen, das vor kurzem in die Minecraft-Schule gekommen ist. Mein Sohn, bitte hör mir genau zu. Es ist sehr wichtig, dass du alles verstehst, was ich dir sage. Es begab sich zu der Zeit kurz nach deiner Geburt. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht, ob wir es hätten tun sollen. Ein Kind von einem Eisengolem und einer Superwoman. Du weißt genau, was es für Konsequenzen haben kann. Er könnte die ganze Welt unterjochen, wenn seine Kräfte in die falschen Hände geraten. Wie sollen wir ihm das nur beibringen? Das wird er doch nie verstehen können. Ich weiß, dass es ein schwerer und steiniger Weg für ihn wird, aber wir schaffen das zusammen. Es gibt nicht nur negative Seiten für ihn. Stell dir doch mal vor, seine Kräfte und Fähigkeiten würden für das Gute eingesetzt werden. Dann würde es auf der Welt nie wieder Krieg oder Hass geben. Er könnte die Welt retten. Ich weiß, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Er muss seine Kräfte erstmal in den Griff bekommen. Und bei ihm ist es deutlich schwieriger als bei dir. Wie er deine Eisengolem-Kräfte, die schon sehr mächtig sind, gepaart mit meinen Superkräften unter einen Hut bekommen will, bleibt mir ein Rätsel. Ja, deshalb müssen wir beide ihm zur Seite stehen. Unsere Familien haben beide eine jahrhundertlange Tradition. Wir müssen es schaffen, dass wir beide Traditionen weitervermitteln. Natürlich müssen wir das. Aber du verstehst, meine ganzen Vorfahren waren einzig und allein Superwoman bzw. Superman. Schon viele Jahrhunderte lang haben wir Gangster, Räuber und Diebe geschnappt und den mittelalterlichen Dörfern geholfen. Es ist unsere Aufgabe, all die Schurken aus der Welt zu verbannen. Und dieses Merkmal unserer Vergangenheit will ich auch an Nunan weitergeben. Natürlich, Schatz, das will ich doch auch. Bei mir war es doch auch ähnlich. Unsere Aufgabe war es auch schon jahrhundertelang, Dörfer von Eindringlingen wie Zombies, Skeletten oder Räubern zu beschützen. Und das haben wir dank unserer außergewöhnlich breiten Statur auch hinbekommen. Es ist nur gut, dass wir jetzt ein Kind haben, das unsere beiden Traditionen vereint und unsere Geschichte weiterleben lässt. Und dafür müssen wir kämpfen. Wir müssen dafür kämpfen, dass seine Kräfte nicht dem Bösen in die Hände fallen. Wenn uns das gelingt, wird Nunan der Kämpfer sein, der die dunkle Welt erhält und mit seinen außergewöhnlichen Kräften retten wird. Ach, und ihr wusstet das schon seit meiner Geburt, dass ich etwas Besonderes bin? Ja klar, wir beide sind halt keine normalen Minecraft-Spieler. Wir haben beide eine lange Tradition und das weiß man auch, dass zwei verschiedene Fähigkeiten etwas ganz Spezielles ergeben. Aber du musst wissen, dein Vater und ich lieben uns. Und wenn zwei Menschen sich lieben, ist es egal, ob jemand aus einer anderen Kultur kommt, eine andere Tradition hat oder das gleiche Geschlecht besitzt. Liebe ist Liebe, merk dir das, mein Sohn. Deshalb haben wir auch nicht lange überlegt und haben dich als Kind bekommen, auch wenn das in deinem Falle nicht nur positive Seiten aufweist. Okay, ich hab verstanden, Mama. Aber ich verstehe nicht, warum das bei mir schlecht sein kann. Ich hab doch dann zwei starke Fähigkeiten und kann die Welt retten. Nuna, bei deiner Kombination ist es nun mal so, dass du sehr anfällig für Wutausbrüche, unkontrollierte Reaktionen und Straftaten, so will ich das mal nennen, bist. Es ist einfach so und damit musst du leben. Deshalb haben wir dich auch in die Minecraft-Schule gebracht, da es für uns die einzige Möglichkeit ist, dass du nicht auf die schiefe Bahn gerätst und deine Fähigkeiten gefördert werden. Okay, danke dafür, dass du mich dorthin geschickt hast. Dort erlebe ich immer viele Abenteuer und es gibt immer was zu entdecken. Danke, Mama! Ich wusste, dass es eine gute Entscheidung war. Und ich hoffe, dass es dir dort in den nächsten Monaten auch noch Spaß machen wird und du dich dort gut weiterentwickeln wirst. Aber Mama, du wolltest mir ja noch von diesem Mädchen erzählen. Was ist denn mit ihr? Also, ich find's ja eigentlich ganz nett. Es ist auch nichts Schlimmes mit ihr. Sie ist auch nicht böse oder so. Du solltest nur wissen, für weitere Gespräche mit ihr in der Schule oder mit deinem Lehrer, dass ihre Mutter auch eine Superwoman ist. Echt? Genauso wie du? Ja, das stimmt. Sie hat genau die gleichen Fähigkeiten und Kräfte wie ich. Wir waren früher oft zusammen Gangster und Räuber in den umliegenden Dörfern jagen und waren auch auf der gleichen Schule. Sie hat damals auch ungefähr zur gleichen Zeit ein Kind bekommen, wie ich. Jetzt habe ich gesehen, dass ihre Tochter auch auf die Minecraft-Schule gekommen ist. Jasmin hieß sie, oder? Ja, genau. Ah, da habe ich mich doch noch richtig erinnern können. Nur das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wer der Vater ist.
Das könnte noch ein Problem werden, wenn sie noch eine andere Fähigkeit hat. Mama, sie hat mir erzählt, dass sie sich manchmal teleportieren kann, wenn sie in Gefahr ist. Echt? Okay, das hört sich sehr besonders an. Aber ich weiß echt nicht, was der Vater für eine Fähigkeit haben könnte. Aber das wirst du bestimmt noch herausfinden. Oh, mein Handy. Oh. Ja? Nunan, wo bist du denn, Nunan? Wir haben gleich Unterricht. Komm schnell in die Schule, ich hab dir jemanden Wichtigen vorzustellen. Wir haben nämlich einen neuen Schüler. Okay, super. Aber Herr Lehrer, ich muss doch nochmal mit Ihnen reden wegen... Sie wissen schon, wegen diesem Mann da, der mal in unserer Schule war. Der lässt mich nicht wirklich los. Okay, dann komm jetzt erstmal in die Schule und dann reden wir vor der Stunde darüber. Wir haben nämlich als Schulklasse am Wochenende etwas vor, das werde ich dir auch noch erzählen. Okay, Nunan, also bis gleich. Okay, Mama, ich muss zurück zur Schule, es ist dringend. Okay, mein Schatz, bis dann. Meld dich mal, wenn du Zeit hast. Also bis denn, tschüss. Okay, da bin ich endlich wieder in der Schule. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Hoffentlich hat der Unterricht noch nicht angefangen. Ah, Klassenzimmer 5b, da sitzt mein Lehrer schon. Hallo, Lehrer. Hallo, Equix. Okay, die ganzen Schüler sind nicht da. Sie wollten mit mir reden jetzt, Equix. Jetzt haben wir ja Zeit, jetzt hat die Stunde ja noch nicht angefangen und so weiter. Ich wollte mit dir sprechen. Echt? Das glaube ich nicht. Ich werde dich töten. Nein, nein, nein! Warum? Hä? Was? Nein! Oh mein Gott! Bitte, bitte, bitte nicht! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte! Warum? Nein! Es ist wirklich wahr! Der Mann hatte recht! Der Mann hatte recht! Oh Gott! Er will mich töten! Er hat ein Holzschild in der Hand! Was soll ich machen? Oh Gott, wo... Oh nein, da ist eine Sackgasse! Bleib stehen, Junge! Ich werde dich töten! Oh Gott, hab ich ihn abgehängt? Nein, da ist er noch! Scheiße, nein! Oh mein Gott, er hat ein Holzschwert! Er will mich töten! Oh mein Gott, warum, Herr Lehrer, bitte bleiben Sie doch ruhig. Ich habe Ihnen doch nichts getan. Lassen Sie mich doch bitte. Oh mein Gott, nein. Bitte, bitte. Oh Gott, jetzt regnet es hier auch noch. Shit. Alter Schwede. Oh Gott. Bitte, bitte, Herr Lehrer. Bleiben Sie doch bitte ruhig. Ich habe Ihnen doch nichts getan. Oh Gott, oh nein. Oh Gott, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Ich verstecke mich hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, habe ich ihn abgehängt? Ich weiß es nicht. Oh, shit. Oh Gott, okay, ich renne erstmal weiter hier. Okay, ist er jetzt da unten? Habe ich ihn abgehängt? Ich hoffe doch. Oh mein Gott, da ist er hinter mir. Oh nein, er will mich töten. Oh Gott, wie kam er denn jetzt dahin? Oh nein, oh nein, oh Gott, jetzt renne ich in die Sackgasse. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott, okay, ich muss aus dem Fenster raus. Okay, Glasfenster kaputt machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Oh Gott, ein Jump'n'Run hier. Oh Gott. Ich hab überlebt. Oh Gott, es regnet immer noch. Kann doch nicht sein. Oh shit, Alter. Oh Gott, da unten ist er. Er ist da unten. Hä, wie kam er da jetzt wieder hin? Ey, kann doch nicht sein. Oh Mann. Was soll ich jetzt tun? Oh Gott, ich kann doch da nicht runterspringen oder so. Das geht doch gar nicht. Oh Gott, warum will denn mein Lehrer mich töten? Was soll ich denn jetzt machen? Das kann doch nicht sein, dass der mich einfach töten will. Mann. Gott, jetzt ist er da unten. Oh Gott, bestimmt will er mich gleich runterstoßen, das Haus. Beziehungsweise die Schule runterstoßen. Wow, oh Gott. Okay, ich renne jetzt hier lang. Ich muss jetzt wieder runter. Ich muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf jeden Fall erstmal weg von hier. Oh Gott. Au. Oh Gott, ich hab überlebt. Oh Gott. Oh Gott, da ist er. Nein. Oh Gott. Schnell in die Schule. Oh Gott. Bitte nicht. Oh Mann. Das kann doch echt nicht wahr sein, Mann. Okay, schnell hier rein. Schnell in die Ecke. Vielleicht findet er mich hier nicht mehr. Oh Gott, nein. Da sitzt er wieder. Nein. Herr Lehrer. Haben Sie sich jetzt beruhigt? Ich hab ihm doch nichts getan. Warum haben sie mich verfolgt? Warum machen sie das? Warum wollen sie mich töten? Der Mann hatte recht, oder was? Das kann doch echt nicht sein. Was? Warum sollte ich dich töten? Ich hab dir doch schon mal gesagt, dass ich dich nicht töten werde. Was ist denn los mit dir? Aber sie wollten mich doch gerade töten. Sie sind mir hinterhergerannt. Bitte lassen Sie das. Ich habe Todesangst gehabt. Nein, ich bin gerade erst gekommen. Das Gespräch hatten wir doch schon mal. Ach, bitte veräppeln Sie mich doch jetzt nicht. Warum wollten Sie mich töten? Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, ich bin wirklich gerade erst gekommen. Was ist denn passiert? Und das waren wirklich nicht Sie? Aber Sie sind mir doch gerade hinterhergerannt. Oh, okay.
Wenn sie das wirklich nicht waren, wie erklären sie sich dann, dass sie mich mit einem Schwert gejagt haben und ich mein Leben riskiert habe? Ich bin die Schule runtergesprungen, fast gestorben. Es ist immer wieder ein Spaß, Leute zu erschrecken. Zum Glück kann ich das so einfach. Und hier auf der Minecraft-Schule ist es besonders lustig. Einfach nur geil. Mit diesen ganzen neuen Schülern. Perfekte Beute für ein paar Morph-Spiele. Meine neue Schule ist der Hammer. Was? Ein neuer Schüler? Er kann sich einfach in sie verwandeln? Oh Mann, der Junge kann was erleben, dir so eine Angst einzujagen. Oh mein Gott. Alter, ich hatte so eine Todesangst. Ich kann gar nicht mehr klar denken. Wenn es wirklich nur ein Schüler war. Oh mein Gott, das ist doch nicht zu glauben. Wissen Sie auch, warum ich dachte, dass Sie jetzt möglich sind? Und zwar wegen diesem geheimnisvollen Mann, der da vor kurzem im Klassenzimmer war. Ich dachte, Sie würden mir es noch genauer erklären, weil dieses letzte Gespräch, ja, ich weiß es nicht so genau, das habe ich nicht so richtig verstanden und so weiter. Und dann habe ich gedacht, der Mann hatte wirklich recht und so weiter. Sie müssen es vielleicht nochmal genauer erklären, was es mit diesem Mann auf sich hatte, weil er hat mir wirklich Angst eingejagt und hat gesagt, Sie haben da etwas ganz Böses im Schild und ich muss sie töten, bevor es zu spät ist. Und, Mann, bitte erklären Sie mir das nochmal mit dem Mann ganz genau. Okay, ich erkläre das Ganze mit dem Mann nochmal in aller Ruhe. Hör aber genau zu. Es ist wichtig für die Minecraft-Schule. Leute, das war's ja schon, die nächste Folge von der Minecraft-Schule. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Links kommt ihr zur nächsten Folge von der Minecraft-Schule, falls sie schon draußen ist. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren, falls euch meine Videos gefallen. Und rechts kommt ihr zur Playlist von der Minecraft-Schule. Viel Spaß. Ciao, Leute. Yo.